anderthalb Kilometer hier auf dem Platz und dann gehen wir runter. Erstmals hatten sich im Vorfeld des Suzuki Lake Runs Teilnehmer zusammengefunden, um bei einem Bootcamp Strecke, Hindernisse und auch Wassergräben zu testen. Zwei Lokalmatadoren hier aus Soest. Zum wievielten Mal seid ihr dabei? Oder? Ich das erste Mal. Ich das dritte Mal. Diesmal mit der Schwester im Team und noch ein paar Freunde, die jetzt auch mit dabei sind. Was seid ihr für eine Gruppe? 15 Kilometer. Oder der Name. Name, ja. Ja, Chinik. Und was macht ihr sonst für einen Sport? Auch so hobbymäßig. Laufen tun wir viel. Also nur Spaß. Eigentlich auch primär laufe ich eigentlich. Okay, dann klettern auch mal während der Studiumsarbeit. So ein Ausdauersport und Laufen. Früher Tischtennis gespielt, das ist ein bisschen anstrengender, oder? Das sind deutliche Umstellungen. Der Vorhandschuss ist nicht so gefragt. Der Dropfen auch nicht. Mehr die Grundphysis vielleicht auch mehr gefragt. Ja. Und die Dame, wie war's? Ja, super. Also, ich glaube, wir müssen gehen, die nächsten kommen schon. Ja, Liegestütze. Alle machen jetzt Liegestütze. Auf den Stein. Wie die Teilnehmer des Bootcamps mitzogen, begeisterte die Veranstalter. Und auch selber erstaunt, wie das angenommen wurde hier mit 40 Mann. Also das klingt auf jeden Fall nach einer zweiten Auflage nach dem Lake Run. Ne? Ich denke mal, das werden wir nochmal machen. Und es gibt ja auch Überlegungen, das Ganze mal dauerhaft. Wie weit seid ihr da? Also ja, die Planung und Ideen stehen, aber mit der Umsetzung, denke ich mal, wird das wohl nächstes Jahr was. Erstmal die Läufe jetzt hier fertig kriegen. Wir machen ja noch andere Läufe außer dem Lake Run und dann, sage ich mal, ab Herbst haben wir ein bisschen Ruhe und Zeit und dann werden wir uns der Strecke hier widmen. Und am nächsten Jahr wird denke ich, der Park eröffnen.